zweiten Teil OneNote als Klassenbuch geht es darum, mit Seitenvorlagen zu arbeiten. Und hierzu möchte ich mal ein Beispiel zeigen, wie man mit sich ständig wiederholenden Abläufen mit Seitenvorlagen hier ganz gut seine Arbeit organisieren kann. Und dazu schauen wir uns erstmal an, was gibt es denn überhaupt an Seitenvorlagen? Findet man in dem Bereich Einfügen Seitenvorlagen Seiten? Und da gibt es einiges an vordefinierten Material, was OneNote mitliefert. Und wenn ich hier auf Seitenvorlage gehe, öffnet sich hier auf der Seite so ein kleines Fenster und da sehe ich schon verschiedene fertige Vorlagen hier zu dem Bereich Studium, detaillierte Vorlesungsnotiz. Und da sehe ich, dass hier bestimmte Textfelder vorgegeben sind, die ich dann rasch ausfüllen kann. Hier sieht man eben Thema, Hausaufgabe, Zusammenfassung und ähnliches. Ich lösche das mal. Ich habe hier auch noch andere unter diverse Seitenformaten, zum Beispiel farbige Hintergründe, eine Postkartengröße, Indexkarten, also Karteikarten, die verschiedenen DIN-Formate. Standard ist ja eine endlose Arbeitsfläche in jede Richtung. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, dass ich eine bestimmte Notiz dann auch gerne versenden möchte als PDF-File, was wir in einem der späteren Tutorials zeigen, wie das funktioniert, dann kann ich hier schon geeignete Formate auswählen oder wenn ich sage, ich möchte einen bestimmten Hintergrund haben. Und man sieht, hier gibt es eine ganze Reihe, also Business, Sitzungsnotizen, Dekoratives, also wenn man mal ein bisschen was Besonderes haben möchte. Also gibt eine ganze Reihe verschiedener wunderschöner Vorlagen, die jetzt aber, sagen wir mal, jetzt für den Alltagsgebrauch zwar ganz nett sind, aber ich möchte jetzt einfach meinen Arbeitsablauf optimieren, zum Beispiel für die Bewertung von Referaten mir eine Vorlage machen, mit der ich relativ rasch und unkompliziert mir Notizen zu Referaten machen kann, die Schüler halten. Und wie es immer so schön aus Kochsendungen heißt, hierzu habe ich schon etwas vorbereitet, nämlich einen Referatsbogen, den ich schon in OneNote zusammengestellt habe und den ich jetzt hier einfach mal so zeige. Das Ganze heißt Referatbewertung. Ich habe den Referenten hier Thema, Datum, Dauer des Referats und habe dann verschiedene Kategorien, Vortrag, Aufbau, Inhalt, Erklärungen, Material, Visualisierung und jeweils die Notenstufen 1 bis 6, die also dann hier sozusagen diese drei Kategorien, hier die eine Kategorie, das ist die 1, da ist die 2, die 3, hier unten kann ich dann noch Bemerkungen mir notieren. Und jetzt habe ich mir so einen Bewertungsbogen gemacht und den möchte ich jetzt dann zur Verfügung haben und da bietet OneNote die Möglichkeit, dass ich sage, aus diesem Bewertungsbogen möchte ich eine eigene Vorlage gestalten oder das einfach als Vorlage abspeichern. Und dann gehe ich hier unten hin, neue Vorlage erstellen, aktuelle Seite als Vorlage speichern und jetzt nenne ich das eben Referate und sage speichern. Und daraufhin erscheint jetzt hier unter Vorlagen meine Vorlage, die heißt Referate. Und die kann ich anklicken und jetzt habe ich hier zweimal Referatbewertung und jetzt kann ich hier natürlich hinschreiben, Max Mustermann, Referatsbewertung erscheint hier. Und während des Referats ist es mir jetzt möglich, zum Beispiel anzuklicken, einen fesselnden Vortrag, stets freier Blickkontakt, der Aufbau ist sachgerecht, die Kenntnisse sind fundiert. Oder meist überzeugend. Manchmal ist ja der erste Teil des Referats besser, zweite schlechter. Und so kann ich hier einfach verschiedene Punkte anklicken, mir nebenbei natürlich Notizen machen und habe hier rasch einen Überblick der Zusammenstellung, wie war die Visualisierung und so weiter. Ich trage hier den Namen des Referenten dann ein, hier das Thema. Bei Datum muss ich nichts reinschreiben, klicke ich einfach hier bei Einfügen auf Datum und bei Dauer klicke ich die Zeit an, wann das Referat beginnt, bis und dann am Ende nochmal die Zeit und dann hat man einen schönen Überblick über die Dauer des Ganzen. Auch hier muss ich nichts tippen, das geht per Klick. Und so habe ich eine Vorlage, mit der ich rasch und unkompliziert
arbeiten kann, mir einen gezielten Überblick verschaffen und dann kann ich natürlich hier auch die Note irgendwann eintragen. Kann ich mit dem Stift machen, aber kann sie auch hier ganz normal eintippen. Das ist also eine Möglichkeit, mit Vorlagen zu arbeiten und wir haben ja doch im Alltag immer wieder mit wieder auf sich wiederholenden Abläufen auch zu tun und da kann man entsprechende Notizen sich erstellen, auch zum Beispiel für Fachsitzungen, für Lehrerkonferenzen und ähnliches, wo man schon vorgegebene Kategorien sich einrichten kann und dann ganz bequem Sachen anklicken bzw. schnell eintragen. Ja, das mal soweit für heute. Referat Bewertungen. Wenn euch Ihnen dieses Video gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über einen Daumen hoch. Fragen, Anregungen gerne über die Kommentare. Und beim nächsten Mal schauen wir uns dann weitere Möglichkeiten an, wie man mit OneNote als Klassenbuch arbeiten kann.